Wir sind jetzt hier in der Nähe des Kanzleramts und des Deutschen Bundestags. Wir wissen noch nicht, ob die Kette schon ganz geschlossen ist, aber es sind ein Haufen Leute hier. Und wir auch als Linke, wir müssen ja die Occupy-Bewegung nicht okkupieren. Aber eins ist schon klar, in einer Zeit, in der die Regierung die großen Vermögen versucht zu schonen und die Lasten auf die schwächeren und ärmeren Bevölkerungsschichten abwälzt, da ist Widerspruch geboten und da sind wir heute auch dabei.